Heutzutage wird ein Großteil des Kunststoffabfalls verbrannt, weil es sich um Mehrschichtfolien oder Mischmaterialien handelt. Und zusammen mit der TU Braunschweig haben wir ein Verfahren entwickelt, mit dem wir genau diese Abfälle verwerten können und damit eben neue Rohstoffe für neue Produktionen generieren. Mehrschichtiges PET wurde bisher in einem Rührkesselreaktor depolymerisiert. Das hat zum einen den Nachteil, dass es sehr lange dauert. Zum zweiten ist es schlecht skalierbar in größere Mengen. Unsere Lösung sieht daher eine kontinuierliche Depolymerisation in einem Extruder vor im Rahmen des Revolpet-Verfahrens. In dem Extruder reagiert die Mehrschichtfolie mit festem Natriumhydroxid, also Natronlauge. Dabei entstehen die Grundbausteine, die Monomere. Diese Monomere können anschließend aus dem Reaktoraustrag abgetrennt werden, aufgereinigt werden und haben dann die gleiche Qualität wie Monomere, die aus Erdöl gewonnen werden. Die PET-Mischabfälle werden in den Extruder aufgegeben und dort durch Zugabe von festem Natriumhydroxid sowie dem Einwirken von mechanischer Energie in die Einzelbestandteile zerlegt. Ein Vorteil ist, dass wir die dabei frei werdende Reaktionswärme auch für die nachfolgenden Reaktionen verwenden können. Und durch die kontinuierliche Fahrweise haben wir einen sehr effizienten Prozess, sodass wir innerhalb von einer Minute bis zu ca. 97% vom PET in die Einzelbestandteile zerlegen können. Diese Einzelbestandteile, die Monomere, können wir dann am Ende des Gesamtprozesses einfach abschöpfen. Das Besondere an unserem Verfahren ist, dass wir keine Spezialanfertigung verwenden, was das Equipment betrifft. Das bedeutet, dass jedes Equipment frei im Handel zu kaufen ist und damit der Prozess sehr gut skalierbar wird. Wir planen also im Jahr 2023/24 bereits die erste Anlage im Industriemaßstab, die wir dann auch in Betrieb nehmen werden. Die im Revolpet-Verfahren gewonnenen Produkte verfügen über die gleiche Qualität wie die Produkte aus der Rohölroute. Aber wir produzieren mit 60% weniger CO2-Emissionen. Gleichzeitig ist der Prozess sehr ökonomisch, was dadurch unterstrichen wird, dass Beiprodukte wie zum Beispiel andere Kunststoffe isoliert werden können und einer weiteren Verarbeitung zugeführt werden. Unser Ziel ist eine vollständige, hochwertige Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe, effizient und umweltbewusst.